Habt ihr euch eigentlich auch im Internet kennengelernt? Nee. Mein Vater hat mich in der Mensa angesprochen. Wir mal was trinken gehen wollen. Ich hab Nein gesagt. Warum? Weil er gar nichts trinken wollte, sondern nur bumsen. Bumsen sagt man aber nicht mehr. Was sagt man jetzt? Einparken. Ich hab keine Luft mehr. Jana! Hey, Jana! Keine Atmung, kein Puls, Reanimation. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, geladen, alle weg. Und Schock. Ein Spenderherz. Das heißt? Dass ihre Tochter eine Herztransplantation braucht. Falls ich vor dir sterbe, kriegst du mein Herz. Dann könntest du in mir weiterleben. Wir wären für immer zusammen. Sie hat uns von 8 Monaten gesprochen und jetzt ist es ein ganzes Jahr rum. Sie ist hochdringlich gemeldet. Sie steht doch schon ganz oben auf der Liste. Faber? Ich will Ihnen gerne helfen, Herr Faber. Was ist besser? Jana legal sterben sehen oder ihr illegal helfen? Ich würde alles für mein Kind machen, wenn ich eins hätte. Ja, du hast aber keinen, Caesar. Es geht einfach um Zeit jetzt. Ich brauche jetzt eine Antwort. Wir machen es nicht. Es ist zu riskant. Fuck! Jetzt war mal ein kleiner Ausflug. Von wem kommt das Herz? Von einem Jungen. Sieht gar nicht aus wie ein Krankenhaus. Eher wie ein Gefängnis. Wo bist du? Ich habe ein Herz gefunden für Jana.